Also das ist echt gut da oben, Mann, mit den Imba-Rebellen dazwischen, dass die können einfach locker angreifen. Die Urakami-Armee da oben in Ho, die macht auch gar nichts, wa? Die chillt sich halt weg. Ja. Was will denn der Mönch wieder von dir? Da will er irgendwie einen Blödsinn wieder machen, glaube ich. Achso, hast du mal geguckt, ob das christliche Städte sind? Bizen und Bicho? Müssen wir Die mal sind auf gucken. jeden Fall. Achso, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Ja, die Matsuda haben ist schon ein gearbeitet. christliches Volk, kann das sein? Ja, höchst tragisch. Was sind Bisschen denn dumm. Jeet-Samurai? Was ist das denn? Aufgrund der Anzahl der hier lebenden Jeet-Samurai ist die Provinz sicherer, als sie es je war. Drei Runden lang. Beides christlich, ja. Beides christlich. Ja. Klasse. So, ich hoffe, die sind noch da drinnen, Jungs. Daumen drücken. Ja, die sind noch da. Sehr gut. So, ich hoffe, dass ich sie angreifen kann. Dann müssten sie tot sein. Ja, sieh du das! Miyagi wurde Nice. zurückgefordert! Von Hoyo! Von Hoyo! Meine Fresse, Alter. Hey, super. Friedlich So sieht's besetzt. aus. So, was ist denn jetzt die... Die Nachricht hier. Immer mal wieder ein bisschen Nahrung bauen, Jungs. Das ist immer wichtig. So, mit der Armee kann ich ja nirgendwo mehr hin. Nee. Na gut, dann müssen wir jetzt eine Runde hier Miyagi warten. So, nächste Runde wird in Karachi Aufstand sein, ja. Schön. Ja, so, den wollte ich mal nach hier bewegen. Wo kriegt man denn Rohseide her, weißt du das? Meinst du, ich kann einfach ins Kyoto-Gebiet reinlaufen und die machen nichts? Ja, ne? Ja, das ist einfach nur Krieg, die machen nichts. Weißt du, was passiert ist? Sie könnten Das ist das Problem, dein wenn Trottel jetzt... aufhalten. Ich hoffe, nächste Runde ist dann auch gleich... Und kann ich das nämlich gleich einnehmen. So, mein guter Agent, wir wollen noch mal auf ein neues. Du kannst einfach mal generell, lauf einfach mal hier in die Mitte oder sowas. So, ansonsten. Genug gemacht habe ich eigentlich die Runde. Sollte eigentlich ganz schnell gehen hier. Ich guck noch mal, in Ize bleibe ich natürlich drin stehen. Das ist leider so, muss ich leider machen. Da ist die andere Armee, die wird dann hoffentlich nächste Runde oder übernächste Runde im Notfall dann hier noch ein bisschen was einnehmen. Und der Philipp ist auch schon wieder dran. Oh, schon gebaut und so ein Zeug. Hallo, hallo, Philipp. Rebellion in Karachi. Rebellion Kawachi? Sehr schön, ich stehe daneben. Ja. Sehr gut, also wenn die jetzt einnehmen, dann bin ich genau rechtzeitig da. Dann haben wir keine Runde verloren dadurch. Nice. Und dann 2 Runden später Setzu. Setsu? Ja. Okay. Ach so, Thema Sieht gut Setzu. aus. Dann kann ich ja mal hier noch... Noch ein Bataillon rekrutieren. Yamamoto, wie sieht's eigentlich da aus, Jungs? Ich mache bei normalen Steuersatz plus 4. Das heißt, ich brauche die theoretisch gar nicht. Schon mal sehr... Oh, hier muss ich auch mal ein Sarggeschenk in nächste Runde bauen, wenn es geht. Da rein. Wie sieht es eigentlich vom Einkommen her aus? Auf normal mache ich 16.000. Okay. Handelseinkommen sind 5.000, Digga, obwohl wir nur zwischen uns beiden handeln. Das ist eigentlich ziemlich cool eigentlich, oder?
5000? 5000, mit dem normalen Steuersatz. Na jetzt hast du doch Tajima. Jetzt, Alter. Jetzt geht's los. Ich habe schon überlegt, Digga, wen der Tati, wie ich übersetze. Pass auf, ich kann ja wieder irgendwo eine kleine Flotte bauen, die nicht viel kostet. Ja. Dann hauen die wieder all dahin ab, haben ihre ganze Flotte da, um meine zu blockieren. Und dann kannst du woanders. Und dann kann ich sozusagen, das ist vielleicht die Taktik, Alter. Trieb 17. Du brauchst quasi ein Schiff und bevor irgendwelche gegnerischen Flotten ankommen, setzt du schnell über und dann wieder zurück in den Hafen. Ja, das ist die andere Taktik. So, reparieren. Wunderbar, Markt, Reisebörse, alles noch so, da wie ich es gebaut habe. Aber guck mal, du hast zum Beispiel ein Boden-Dojo. Boden, was? Boden-Kabaya. Und das blockieren sie nicht? Komisch, wa? Das ist so... auch nur gebaut, um zu gucken, was da so ist? Das ist irgendwie komisch. Ah ja. Ah ja. Das heißt, guck mal, in Awaji, da bauen sie ihren ganzen Scheiß. Da bauen sie ihren Scheiß. Da muss ich hin. Dann ist der die Hafen abgefahren oder so. Und da haben sie schon wieder eine volle Armee, diese. Ach klar, den haben sie bei mir nicht übergesetzt. Ich weiß nicht, was die machen. Vielleicht fahren die jetzt wieder zu dir. Ich glaube, die wissen nicht ganz, was. Die können sich vielleicht nicht entscheiden, wohin damit. Ja, ich glaube, da ist noch nicht mal ein General drauf oder so. Ich weiß es gar nicht. Also in Ize stehe ich jetzt erstmal. Solange mein 6-Sterne-General da noch ist, stehe ich da ganz gut. Ize ist krass, weil die Ashigaru-Einheiten, die haben ja normal eine Moral, glaube ich, von 5. Also 7 wäre dann mit zweifacher Beförderung. Und die maximale Anzahl von ihnen erhalten. In Ize kriege ich einfach 5 plus 12 Moral. Das ist schon stark. Oh, so guck mal, ist gar nichts, Mann. Nur mal so als Vergleich, zum Beispiel Katana-Samurai haben trotzdem 14 Moral, aber gar nicht mehr so viel mehr. Was? Wo haben die nichts? In Bingo! Sag mal, gute Nachrichten. Gute Nachrichten, genau. Und dann haben Matsuda nur noch oben im Gebiet, ne? Dann war's das. Was ist Matsuda? Ist halt auch die Frage, wenn du zum Beispiel in Bizen hältst und von Bichu aus die Armee einfach nach links rüber schickst, so rumläufst. Ja. Würde ich vielleicht sogar erreichen. Macht der schon wieder für einen Blödsinn? Will ich schon wieder ein paar Leute abwerben von dir oder was? Lass ihn, der will nur spielen. Achso. Ich glaube, der hat irgendwie deinen Mönch oder so, was du da gebaut hast, platt gemacht. So, Jungs, ihr Rebellen, nimmt mal Kawachi ein. Lass die Tore offen. Und ich komme dann einfach mal eine Runde später, ne? In München läuft aber rum, der Shogunats-Präsident da. Zack. Nice. War schon mal ganz gut. So, Clan ist zerstört. Wer denn? Yamana. Ah ja, die hast du ja platt gemacht. Ich erinnere mich, Digga. Jetzt können wir die Steuern wieder anheben. Können wir die Steuern wieder senken? So. Ja, dann dürfte es nächste Runde ein Setsu einen Aufstand geben. Okay. Die ganze Menge Einheiten, glaube ich. Ah, nee, geht so. Problem ist nur, dass ich jetzt gucken muss, dass ich irgendwie... Ich muss den Scheiß ja auch befrieden. Ach Gott, was ist denn hier? Ach, das kam ja von dir, genau. Sieht okay aus. Wie sieht's eigentlich aus? Ist das hier eine... Ne, religiös... Ist alles super. Trotzdem muss ich dann auf nächste Runde warten, um da was Besseres zu bauen. So, entsetzt du nächste Runde in Aufstand. So, dann. What?
Die Säcke! Gut, warum kann ich denn wieder keine Yashigarus mehr produzieren? Ja, weil irgend so ein Penner wieder mein Schloss beschädigt hat. Ach ja. Dann noch zwei Runden, dann habe ich die Flurneuordnung erforscht. Bin ich ein Hengst, oder? Flurneuordnung? Ja, sehr gut, sicher. Die nur Flurneuordnung. Nur Flurneuordnung? Da guckst du. Nicht ja. Mitgerechnet, ne? Oh! Wieso das? Ich habe jetzt Seide anscheinend. 1, 2, 6. Sechs plus vier sind 10. Plus 6 sind 16. Na, wo 16, dann muss ich noch hier nochmal zwei. Oh, ich muss noch. Muss ja irgendwo noch einen abbrechen. Dann habe ich nämlich da hinten komplett die komplette Armee gebaut. Nicht hier abbrechen, dann wenn dann hier. Dann brechen wir hier ab. Zack, zack, zack. Dann bauen wir hier nämlich noch. 1, 2. Zack, zack. Und dann haben wir 20. Dann kann ich hier die Tari in der 20er Ashigaru-Armee hinstellen. Das ist aber was. So, und ihr Jungs. Ihr lauft wieder raus. Die Armee oben hier lasse ich einfach hier drin stehen. Und du, mein Junge. Nein. Mist, Verfluchter. Du darfst den ganzen weiten Weg an die Front machen. Viel Spaß, tob dich aus. Wie weit es ist? Das sind etliche Runden. Was willst du machen? Was willst du machen? So, ansonsten bin ich auch fertig. Komm, man muss ja nicht irgendwie ewig in die Länge ziehen. Zum Moment habe ich mal ein paar Runden Ruhe von den Shosukaba, also das heißt ein paar Runden, ich habe ja gerade letzte Runde erst mein Gebiet ja, zurückgefordert. Das Blatt wird sich jetzt drehen. So langsam, ja. Alex, eine legendäre, wenn Mann und Schwert eins geworden sind, ach so, füllt das Schwert den Mann und macht ihn unschlagbar und lässt ihn zu einer lebenden Legende werden. Merkt schon, da hat der Philipp aber Bock drauf. Ja, Philipp hat also gerade einen Katana-Samurai gebaut, Katana-Helden gebaut, so rum. Da bin ich zum Beispiel noch hinterher, das kann ich natürlich mal nächste Runde machen, dass ich mal diese... Kriegst du, wenn du jetzt Geld hast? Für 8000 habe ich nächste Runde, theoretisch. Wahrscheinlich. Die legendäre Tenjitsu-Schule. Dauert auch nur 6 Runden, ich hätte das, was länger dauert, aber 6 Runden ist eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Und irgendwann muss man damit anfangen. Dich Forscher theoretisch gerade auf dem Boden hält, ob ich den dann auch hinkriege. Ja, der Rest hier, Jungs, den braucht ja halt nicht mehr forschen, das ist alles für den Arsch. Ohne Witz. Diese ganzen Sachen bei Chi oder so, das ist... Das braucht kein Mensch. So, ja, wie sieht's bei dir aus? Erzähl mal ein bisschen was. Kannst du im Bitchu eigentlich raus? Nee, ne? Obwohl... Im Bitchu kannst du ja sogar raus. Im Bitchu, meinst du? Ja. Steht du da. Plus 15 hast du da. Bingo. Kannst du direkt Bingo einnehmen? Nur, ja, diese Runde nur, aber... Stimmt, mehr ja. Brauche ich ja auch nicht. Mehr brauchst du ja nicht. Philipps Armee geht jetzt weiter Richtung Bingo. Cool. Jetzt sitzt ihr relativ schnell. Also wie gesagt, der Vorteil ist, wenn ihr quasi hinten nicht angegriffen werdet, dann könnt ihr zwei eure besten Armeen nehmen und einfach durchmarschieren. Zusammen, also am besten nebeneinander oder so. Weil die Gegner können da ja, nichts machen. Ja, so wie wir das in Rom immer gemacht haben. Ja, im Endeffekt wie in Rom 2. Wer das Let's Play gesehen hat, der würde sich sicherlich wiedererkennen. Einfach mehrere Armeen nebeneinander. Und bei Rom war es halt so einfach, war auch der vierte Spieler gerade übrigens, das war genau das gleiche. Nur, dass sie zu blöd waren. Muss man ehrlicherweise sagen, dass die KI einfach zu schlecht war. Die haben dich da fast nie hinten angegriffen. Na, die Nata Dojo. Süß. Piratenversteck hast du, was bringt denn das? Die sind die Schiffsbautradition. Cool. Hausstraßen. Plus 3% auf Handelseinkommen. Plus 3 Erfahrungen für alle Schiffsrekruten. Das ist natürlich nicht schlecht. Weiße Börse, Naginata, du bist weg. Oh, Philipp holt jetzt mal richtig rein hier mit den Gebieten.
Dann können wir den Metzger gleich mal weiterschicken und gucken. Wie war das in Zetsu? Ist jetzt die Rebellion, ne? Ja, müsste jetzt kommen. Ist auch nichts mehr. Hey, jetzt sind sie ziemlich am Boden. Die Naja. armen Schlucker. Na, mach mal weiter so schnell wie möglich. Wir müssen aber das schaffen hier heute. Dann brauchen wir vielleicht dann nächstes Mal nur noch eine weitere Aufnahmesession, dann haben wir es vielleicht geschafft. Das sollte eigentlich unser Ziel sein. Dazu Danke. müssen wir aber heute noch eine ganze Menge machen. Ja, ich wollte heute nicht ganz so lange machen. Du bist zwei oder so, vielleicht ein Stündchen. Okay. Na dann drück aufs Gas, Digga. Also laut Aufnahme wäre 1 Stunde 15 perfekt. Guck mal. Oh, können wir machen. Aber nur weil So. ich das. Guck mal hier. Zack, da sammeln sie sich nochmal und die Armee marschiert immer noch nicht. Warum auch? Nicht sinnlos, man. Die können immer so krass einnehmen und dann. Also das ist ein Fehler in der Matrix, dass sie da oben nichts machen. Hey, ihr seht schon, ne? Die ganzen Städte, die jetzt hier irgendwie kommen, das sind alles Forts oder Festen oder sowas, das ist nicht mehr doll. Die großen Städte, glaube ich, von denen haben wir eingenommen. Auf der westlichen Insel nochmal, da wird es nochmal ein bisschen spannender. Da sind nochmal ein paar fettere Festungen, glaube ich. So, zack, 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 zack. Mal wieder eine fette Unruhe überall. Machen wir runter. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier irgendwie tausend kleine Sachen bauen, hauen wir in Sagami einfach mal die legendäre, was? Kenjutsu-Schule rein, damit wir auch mal den Katatana-Helden bauen können. Mal gemacht haben. Genau. Damals hat Philipp, als wir schon mal gespielt hatten, hat der Philipp einen gebaut gehabt und hat ja auch, dann haben wir auch in der Schlacht den mal gesehen. Ja, der wurde halt, also, Jungs. Es ist, ohne Witz, Das ist unfair. es war nicht eine Einheit, ne? Es waren, ein Bataillon war das. Von relativ wenigen. Aber die haben nie eine Einheit verloren. Das war einfach nur OP, könnte man sagen. Ding, ding. Eine von den Rebellion war jetzt Bataillonen übrigens kann nicht in gegen die deiner ganze Armee Stadt. von Ashigaru kämpfen. Naja, Rebellion war übrigens nicht, Digga. Auch Videos bei YouTube. Rebellion kommt am Ende der Runde, oder? Der Meinung. Okay. Kannst ja schon mal key, ja, wissen nicht, musst du wissen. Ich wollte noch ein paar Ashigaru, damit ich dann wieder relativ schnell dann raus kann. Ansonsten habe ich nicht viel zu tun. Der Typ kann noch mal hier reingehen, genau, die Siedlung. Ist denn hier irgendwie noch was christlich? Ist denn das hier hinten zum Beispiel? Ist alles Buddhismus jetzt oder was? Und Zetsu ist buddhistisch. Karachi war glaube ich auch buddhistisch. Das Einzige, was hier nicht buddhistisch ist, ist Ise. Naja, das ist bei 8%, also das nimmt jetzt relativ schnell ab. Das wird also dann auch fertig sein. So, ansonsten. Da muss ich leider was drin lassen. Kann ich da nicht irgendwas noch bauen? Ich könnte Schloss ausbauen. Dann irgendwann mal, aber das brauche ich ja gerade nicht. So, die Leute rennen da rein. Dann haben wir da auch eine volle Ashigaru-Armee. Der Typ bewegt sich sowieso am Ende der Runde. Ich bin fertig. Nahrung plus 1. Oh oh. Ach klar, jetzt habe ich ja Kawachi eingenommen. Das war ja dieser Provinz, die minus Nahrung macht. Drecksprovinz. Rebellion Zetsu. Ja, da Maximum ist er. Unruhe in Bichu. Dann hau auf jeden Fall deine Einheiten da irgendwie weg. Nicht, dass die da mit drauf gehen. Der Einheiten? Achso, ja klar, ich bin. Und, hä? Ja, war Winter... Oh, nee. Ah, nein, die können nicht. Ah, nein! Ich glaube, Philipp wird seine paar Einheiten da verlieren. Seine drei... Na, wieso, ich kann Warte. mich ja zurückziehen, wahrscheinlich, wenn die angreifen, die Rebellen. Das ist gut, ja. Wollen wir hoffen, dass sie da nicht in die Stadt gehen. Nein! Wie geil ist das denn? Jetzt hat dieser dumme Behinderte. Ah, Spion. Na, immerhin, jetzt haben wir dann... Was ist denn eigentlich eine Bibliothek? Ich Ah. glaube, das ist nochmal so Forschungsdöns, wa? Naja, braucht kein Mensch mehr. Dein Lager kannst du übrigens jetzt weiterentwickeln. Vergiss das nicht. Wo jetzt? In Hab ich das Biesen. gebaut? In Kaga? Ach Nee, in nee. Biesen. Wie sind denn da die Kirche gebaut?
Mit dem Lager kann er dann im Grunde genommen eigentlich nur einen Bonus bei der Rekrutierung haben, ne? Im Endeffekt 10% hast du, glaube ich, jetzt schon, ne? 10% Rekrutierungskostensenkung. Ich glaube, es kriegt da einfach nur noch... Was nimmst du denn eigentlich? Nahkampf, Angriff oder was? Nee, Rüstung. Nee, Rüstung, Waffenarsenal macht dann hier Rüstung. So. Ist der Daimesuke da hinten? Ja. Cool. Den habe ich quasi als Spion benutzt. Ja, versuchen wir ein bisschen hier. Versuchen wir ein bisschen aufzudecken, was da noch so alt ist. Da können die Urakami Pferde bauen, die Säcke. In Suo, in der Provinz Suo. Und Daumen da haben sie so eine Goldprovinz. Gold. Oh Gott, Digga, das ist ein Goldabraum-Tagebau. Die haben es nicht mal weiterentwickelt. Das ist ja voll Pfosten, so. Es ist ja unglaublich. Und deswegen hat Matsudo so viel Geld. Die haben Gold. Diese Säcke. Jungs, die haben da nur ein Fort, ne? Die haben gar nichts mehr. Matsudo ist praktisch tot. Quasi. Ah, oh, du Wichser, Mann. Scheiße. Was denn? Ah, oh, ich habe gerade 5000 ausgegeben, um die Armee zu bestechen. Das hätte aber nicht funktioniert. Oh, er hat einfach zu viel Geld. Zu viel Geld, Alter. 5000. Können sie mit dem Geld bestechen, dass ich Plünderung ihrer Provinzen erobert habe? Also auf jeden Fall hat es heute schon sich ein bisschen gelohnt. Vorhin sah es ja so aus, als ob wir wieder nur auf der Stelle treten. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Ich meine, ich bin fast nur auf der Stelle getreten, weil ich ja hinten wieder kämpfen musste. Aber Philipp kommt wenigstens gut voran. Und das ist gut an einem Bündnis. Da geht es ja nicht darum, im Grunde genommen, wer besser ist, sondern dass man insgesamt vorankommt, egal wie es ist. Egal wie viel wer eingenommen hat. Und das ist mein Coole, dass ich so ein bisschen halte und Philipp dann so ein bisschen vorankommt. Und jetzt... Ich meine, ich krieg immer noch von den Shizukaba auf den Sack, da kann Philipp nicht viel gegen machen. Im Notfall müssen wir nachher alle Flotte bauen und die komplette Flotte auf dem Wasserplatten machen. Müssen wir da mal übersetzen können. Nee, das wird schon irgendwie werden. Ernst. Ich wollte gerade den Ninja einrichten, der meine Armee paralysiert hat. Und? Und was passiert? Mein Ninja war. Wurde hingerichtet. Mhm. Oh, meine Fresse, ist doch nicht euer Ernst. Hier ist was los. Ich glaube nicht, dass wir uns in der Aufnahmesession noch Kyoto einnehmen. Ich komme gerade mit der Armee aus dem Osten. Die wird dann sozusagen dafür abgestempelt. Machen wir dann nächste Runde. Nächste Aufnahme, ja. Da müssen wir mal gucken. Ja. Ich hoffe, dass meine Armee jetzt nur überlebt. Die drei Einheiten da. Ja, komm mal meine Linie weg. Oh, das gibt's doch nicht. Also mit den Agenten, das ist ähnlich wie Rome 2 gewesen. Die Computer, die machen das einfach besser als wir. Also wir machen da eigentlich auch nicht so viel. Mikromanagement ist besser. Komm noch einen weg. Wir entwickeln natürlich auch von der Forschung da nichts. Ne? Man kann natürlich auch ein bisschen was im Forschen, dass es halt, dass die Kosten geringer sind und. Machen wir aber einfach nicht. Genauso wie ihr gerade vielleicht gesehen habt, diese Handelsrouten oder sowas, Jungs, ganz ehrlich, das Flotten ist. Das ist natürlich super, Digga. Ja, oder die haben nicht eingenommen. Nee, die haben es nicht eingenommen. Ja, muss ich noch einen Tag warten. Erbfolge, dies ist ein Tag zum Feiern. Der Sohn unseres ehemaligen Daimios hat die Herrschaft über den Clan und unsere Zukunft übernommen. Heißt das nicht, dass jetzt meiner tot ist? Ja, was war? Natürliche Ursache. Hoyo Oyajatsu Daimyo. Dieser Mann hat das Ende seiner Tage erreicht und seinen friedlichen Tod gestorben mit ungefähr 66 Jahren als 6-Sterne-General. Wird immer in Ehren. In meinen Ehren gehalten werden. Der Mann. Wirklich ein cooler Typ, Alter. Na gut. Können wir die Steuern wieder hochstellen, damit wir ein bisschen Geld kriegen? Ganz ehrlich, Digga, wenn man das nicht machen würde, war die Steuern immer hochzustellen, dann würdest du einfach hier da kein Geld kriegen in dem Spiel. Nice. Das war, ihr seht schon, ne, wie er mir wieder zuhört. Das ist was? Alter, ich hab gerade meinen Daimyo abgegradet, Mann. Plus 2 auf Ehre des Daimyos und dann noch Gefolge plus 1 auf Ehre des Daimyos. Also plus 3. Mann, krass, Alter. Ehre ausgezeichnet. Das, obwohl ich einmal geplündert habe. Ah, nee, okay. Du kannst jetzt aber auch Ki einnehmen. Jetzt noch nicht Setsu, wenn du willst.
Dann läuft der oben lang. Das ist schneller für ihn. Ich glaube, überzieht Shinano übrigens mit der Armee, ne? Das ist dann schneller. Mag sein, weil die Straßen mal gut sind. Nee, einfach direkte Linie wahrscheinlich, weil er sonst unten rumgehen und so geht er einfach quer durchs Land. Ich kann auch Ah, nicht guck Setsu mal. einnehmen, ich weiß. Ich habe hinten meine ganzen Ninjas, die werden an den Kai wieder gespawnt. Ist doch Ja. beschissen. Nicht ja. Ist doch doof. Drei Stück! Zwei Ja, schön, Ninja Digga! Warriors. Die machen da eine schöne Skatrunde. Und du sitzt da vorne da und denkst dir so, was machen denn die da hinten? Ja, ich. Oh, ist das schön, ey, ist das schön. So, wo jetzt eigentlich noch ein General? Nee, wir machen es einfach so, dass wir da vorne einfach. Ja, warten, bis was ankommt. So, dann kann ich diese Runde gar nichts angreifen, Digga. Ist doch blöd. Na gut. Dann ist es eine schnelle Runde. Jetzt so eine wird 5.900 nur noch nicht mal mehr 6.000 bei sehr hohem Steuersatz. Eieieiei. Wir haben so viel Armee jetzt gebaut in letzter Zeit. Nice. Mein Dings, Bums, Bums, Dings ist Dein Dings fertig. ist, ne? Endlich gebumst. So, deine komischen Einheiten können aber weg. Dann können die Setsu einnehmen, dann nehme ich Setsu ein. Das sieht dann schon ganz gut aus. Alter, ist das teuer! Terrassenanbau ist nicht nur in Ordnung, ist die teuer. 3,9, ich weiß nicht, das ist nicht so lustig. Ja doch, in Südchina kostet nur 2,7. Das ist geil, oder? Ja, wegen dem Mauerwerk, ja. Mal wegen des Mauerwerks. Aber Oma ist ja immer keine Vollarmee, wa? In Tajima? Was ist denn da los, Ah, Digga? nein, weil ich bin jetzt quasi, naja, nicht quasi, aber ich mache jetzt mit normalen Steuern 800 die Runde. Okay, aber da ist der Katana-Held, Jungs. Da haben wir ihn übrigens. Stufe 3 nur, leider. Schade. Moral 43, Jungs, der wird niemals wegrennen. Nahkampfangriff 34, 13 Abwehr, Angriffsbonus 32, Rüstung 11. 11 klingt irgendwie ein bisschen wenig, aber was soll's? Ja, ich, und das ist schon mit Rüstung plus 2. Echt, Also, ja? ich habe Rüstung erforscht. Warte mal, der Nahkampfangriff ist fast voll. Das ist einfach fast voll. Es geht sozusagen dann nicht mehr. Selbst wenn er befördert wäre. Ja. Jo, fett aus der Typ hier. Guckt Nein, ich habe es geschafft, euch meine nochmal an Einheiten hier. wegzulaufen. Krass, Mann. So, brauchst du eigentlich das Schiff noch, Digga? Wenn ja, kannst du da mal weg. Ist schon? Wieso? Na, weil gleich mein Hafen ist, da will ich meine Schiffe dann mal hinstellen. Da will ich einfach nur rüber. Da ist ja auch nichts drin, wa? Da werden sie hundertprozentig ankommen, Alter. Ah, schön. Ja, so muss es sein. Eigentlich kannst du die mal nachher mal weglocken. Wir gehen mal hier endlich mal aus Harima raus mit meiner Armee. Geht es? Immer noch nicht mal. Minus 7, nicht klar ins Religion. Ja. Es dauert noch eine Weile. Halt. Ach hier, Bis Harima. ich da mal weg kann. Na dann, Mann, jetzt warten wir nochmal einfach weiter.